Das ist Otto. Und das ist seine Familie. Dank der Entgeltoptimierung hat Otto mehr Nettogehalt zur Verfügung. Für sich und seine Familie. Aber wie funktioniert das eigentlich? Zunächst einigt sich Ottos Chef mit den Experten der DGEO, welche Entgeltbausteine in seinem Betrieb verwendet werden sollen. Anschließend wählt Otto die Entgeltbausteine, die perfekt zu ihm passen. Diese reichen von Einkaufsgutscheinen über Tankgutscheine bis hin zur Erstattung von Handykosten. Natürlich muss er dabei nichts selbst machen, denn die Experten der DGEO unterstützen und beraten ihn bei allen Schritten. Das Bruttoentgelt wird zunächst abgesenkt und dann mit den gewünschten Bausteinen aufgefüllt. Durch die steuerbegünstigten Bausteine sinken die Abgaben dementsprechend und mehr Nettogehalt bleibt übrig. Auch für Gehaltserhöhungen kann die Entgeltoptimierung umgesetzt werden. Bei einer normalen Bruttolohnerhöhung um beispielsweise 150 Euro bleiben für Otto lediglich 75 Euro netto übrig. Mit der Entgeltoptimierung kommen dann, je nach gewähltem Baustein, bis zu 150 Euro bei Otto an. Und Ottos Chef spart dabei ebenso Beiträge ein. So erreicht Otto nicht nur ein höheres Nettogehalt, sondern kann sich auch eine zusätzliche Altersvorsorge aufbauen. Er muss dabei keinerlei Abstriche von seinem jetzigen Lebensstandard machen.